Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hatte euch schon vor etwas längerer Zeit ein Video zu einer App namens Bixby Routines versprochen. Leider ist dieses Video in Vergessenheit geraten, aber ich danke an dieser Stelle Fuchsens Welt. Er hat mich nochmal an dieses Versprechen erinnert und deswegen gibt es heute das Video für Bixby Routines. Ich hatte damals in einem Video gesagt, dass das wirklich eine sehr, sehr geniale App ist, obwohl da der Name Bixby drin ist. Ihr wisst, Bixby ist der Sprachassistent von Samsung, der jetzt nicht so gut ist, aber diese App ist wirklich gut. Wir gehen jetzt mal rein in die App. Ich zeige euch den Aufbau dieser App. Wir haben hier unten drei Reiter. Einmal entdecken, wo uns Samsung einige, ja, ich sag mal, Vorkonfigurationen liefert, an denen wir uns auch orientieren können und an denen wir auch lernen können, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Da gucken wir uns gleich nochmal Näheres an. Dann gibt es den Reiter in der Mitte, heißt Neue Routine. Das heißt, jetzt könnten wir hier unsere eigene Routine erstellen. Das ist wirklich sehr, sehr simpel, das greife ich schon mal vorweg. Wenn ich eine Aktion ausführe, dann soll eine Aktion ausgeführt werden. Mehr ist das nicht. Und dann gibt es nochmal den dritten Reiter hier ganz rechts, meine Routinen. Das sind die erstellten, das sind jetzt wirklich meine, die ich auch benutze. Ich habe sie jetzt mal alle deaktiviert, wir werden sie später aktivieren. Genau, das ist im Großen und Ganzen die App. Hier oben haben wir hier, können wir uns den Verlauf anzeigen lassen. Wir können in die Einstellung gehen, Tipps, ganz wichtig, guckt euch auf jeden Fall die Tipps an. Na, was sind die Tipps hier? Wir haben 5 Stück. Was sind Bixby Routines? Da wird das erklärt. Entdecken empfohlener Routinen, gucken wir uns gleich an. Erstellen eigener Routinen machen wir. Suchen und beenden von momentan ausgeführten Routinen. Und überprüfen ihres Verlaufs. History. Das war ja hier auch. Aha, kein Verlauf. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Routinen abgelegt werden. Okay. Wie gesagt, wir beginnen ganz links mit dem Tab Entdecken. Und gucken uns mal an, was Samsung hier alles mit reinpackt. Wir haben hier einen Reiter vorgeschlagene, beziehungsweise eine Überschrift vorgeschlagene Morgenroutine. Alles, was man morgens machen könnte, beziehungsweise das Handy erledigen lassen kann. Guten Morgen. Ne, ihr seht's. Also, wenn ein bestimmter Zeitraum erreicht ist, dann soll das Handy hier Always On Display einschalten, immer anzeigen und zwar im Hochformat. Zusätzlich sollen die Sperrbildschirm-Shortcuts linker Shortcut soll der Kalender sein und der rechte Shortcut soll die Uhr sein. Beispielsweise ist bei mir jetzt hinterlegt immer, das ist fest, links Taschenlampe und rechts Telefon. Und jetzt könnte ich hingehen und sagen, im Zeitraum, also ist noch nicht festgelegt, aber ich könnte jetzt sagen, im Zeitraum von morgens wirklich, keine Ahnung, 6 Uhr bis 8 Uhr. Dann würde von 6 bis 8 zusätzlich zu den anderen Aktionen, diese Shortcuts werden dann abgeändert. Und nach diesem Zeitraum werden sie wieder so, wie sie jetzt sind. Genau, und das Coole ist jetzt, wenn dieser Zeitraum, den wir hier festgelegt haben, beispielsweise 6 bis 8, wenn er jetzt vorbei sein sollte, dann wird alles rückgängig gemacht. Das ist auch klasse. Das heißt, Always On Display und Sperrbildschirm-Shortcuts werden wieder zurückgesetzt. Genau. Dann haben wir hier Regel für zu Hause am Morgen, Morgenmusik. Na, gucken wir uns das mal an. Wieder, wenn ein bestimmter Zeitraum erreicht ist, 6 bis 8, dann soll eine Musik wiedergegeben werden. Man könnte jetzt auch festlegen, welche App das sein soll. Ich hätte jetzt Apple Music gewählt und könnte auf OK klicken. Und ja, nach 8 Uhr würde die Musik aufhören zu spielen. Na ja gut, das ist jetzt ein langer Zeitraum, man könnte jetzt sagen 6 bis 6.30 Uhr oder 6.45 Uhr. Genau. Dann haben wir hier noch eine Überschrift immer nützlich. Das ist Ausgehen, Fahren, auf dem Weg zur Arbeit. Dann haben wir hier auch Routinen zur Konzentration zur besseren, wenn man beispielsweise in einer Besprechung ist. Das ist jetzt was anderes. Hier ist kein Zeitraum hinterlegt, das heißt, wenn. Weil eine Besprechung wird nicht jeden Tag es gibt schon einige Besprechungen, die wirklich immer zur selben Zeit angesetzt sind, beispielsweise, 10 bis 11, dann würde man hier nicht manuell starten,
reinpacken, sondern wieder einen Zeitraum. Aber jetzt in dieser Routine ist festgelegt, dass man diese Routine jedes Mal manuell starten muss. Das heißt, wenn man eine Besprechung hat, darf man es nicht vergessen, diese Routine zu aktivieren. Das heißt, man müsste dann quasi hier die neue Routine. Nee, sorry. Man müsste dann hier auf meine Routinen dann draufklicken und dann hier auf aktivieren. Das brauchen wir jetzt nicht. Hier auf aktivieren. So wäre die Routine aktiviert. Das müsste man dann jedes Mal bei der Routinebesprechung machen. Das heißt, man aktiviert sie manuell. Dann passiert Folgendes. Der Tonmodus geht in den Modus lautlos. Klingeltöne, Benachrichtigungen, Systemtöne wandern alle auf 0%. Das heißt, man hört nichts. Und der Nichtstörungsmodus ist eingeschaltet. Und bei Beendigung der Routine, das heißt, das muss man wieder selbst machen. Man muss die Routine dann selbst deaktivieren oder beenden. Wird alles zurückgesetzt. Genau. Und dann haben wir hier noch mehr. Holen sich das beste Medienerlebnis. Separater App-Ton. Ja. Beispielsweise, man hat jetzt mehrere Bluetooth-Geräte zu Hause. Wenn man aber ein bestimmtes anwählt, beziehungsweise sich mit einem bestimmten koppelt, kann man hier festlegen, kann ich ja mal zeigen, wenn ich mich damit verbinde, also mit einem, sagen wir mal, ja, Lautsprecher X, wenn ich mich mit Lautsprecher X verbinde, dann soll die Musik darüber ausgegeben werden, über Lautsprecher X, aber alle anderen Töne sollen über das Handy kommen. Das WhatsApp, Instagram oder was auch immer, SMSen, Telefonanruf beispielsweise, kommt dann über das Handy rein, sodass die Musik nicht, ja, ich sag mal, übertönt wird oder unterbrochen wird. Das ist der separate App-Ton. Das ist auch klasse. Genau. Also es gibt hier wirklich einige Routinen, die man sich, ja, an denen man sich orientieren kann, auch vor allem, die man aber auch so schon verwenden kann oder auch leicht, ich sag mal, abändern kann. Akkuladung sparen beispielsweise. Na, das hat jetzt Samsung vorgefertigt und wir haben hier unten die Option des Bearbeitens. Samsung ist jetzt hingegangen und hat gesagt, hier, wenn nicht aufgeladen wird und der Akkuladestand unter 5% ist, dann soll der Energiesparmodus aktiviert werden. Der soll dann einsetzen. Mir könnte jetzt aber 5% schon zu wenig sein. Ja, ich gehe dann einfach hin und sage, 5 ist mir zu wenig. 15%. So, jetzt habe ich die Grenze etwas angehoben. Das heißt, wenn jetzt wirklich mein Akku unter 15% fallen sollte, dann wird automatisch der Energiesparmodus aktiviert. Könnte ich jetzt hier auch weiterklicken. Man kann es natürlich noch benennen, aber ich würde es in dem Fall lassen. Einmal auf OK klicken. Akkuladung sparen gespeichert. Müsste jetzt hier auch auftauchen und da ist es. So einfach. Ne? Also ihr müsst die nicht so akzeptieren, so einstellen, wie sie vorgefertigt sind. Ihr könnt sie auch nach eurem Belieben anpassen. Also das ist jetzt wirklich nicht in Stein gemeißelt. Wirklich, wie gesagt, nur eine Orientierungshilfe. Dann kommen wir zu neue Routinen. Jetzt könnten wir unsere eigene Routine von 0 an erstellen. Dafür klicken wir hier auf diesen Bereich mit dem Plus, wenn. Das heißt, fügen Sie hinzu, was diese Routine auslösen soll. Wir klicken drauf. Und jetzt seht ihr, man könnte es wie bei der Besprechungsroutine manuell starten, einen Zeitraum festlegen, eine bestimmte Zeit, einen Ort, wenn man einen Ort erreicht, beispielsweise das Büro oder die Arbeitsstätte. Oder ja, wenn man Kopfhörer anschließt. Also es gibt wirklich jede Menge, was man da machen kann. Oder wenn man beispielsweise eine spezielle App öffnet. Das natürlich auch. Das ist möglich. Oder wenn ein Anruf eingeht. So, was machen wir denn jetzt? Wir sagen mal, ja, wir konfigurieren mal wirklich, wenn wir eine bestimmte App öffnen. Jetzt wird uns die App-Übersicht gezeigt. Ich will jetzt mal ein Spiel auswählen. Oder sagen wir mal Clash Royale. So, wenn wir Clash Royale öffnen, was soll dann passieren? Dann, wenn ich die App öffne. So, wir können hingehen und sagen,
Verbindung. Bluetooth soll beispielsweise ausgeschaltet werden und NFC. Ja, wir klicken drauf, sagen aus, um einfach ein bisschen Energie zu sparen, denn wir werden sie brauchen für die anderen Aktionen. NFC, ihr seht, Bluetooth ist schon rausgewandert, also ist gar nicht mehr zur Option. So, NFC fliegt jetzt auch raus, passt mal auf. Verbindung, das ist richtig klasse. NFC ist jetzt hier auch raus. Okay, so, zusätzlich, wenn ich das Spiel starte, will ich, dass der Nicht-Stören-Modus aktiviert wird. Auf ein. Ihr seht, wir haben jetzt schon drei Aktionen, wenn die App gestartet wird. Sollen drei Aktionen passieren, aber wir sind immer noch nicht fertig. Zusätzlich soll unter dem Punkt Anzeige die Helligkeit, ja, ich sag mal, auf 100% gesetzt werden. Das Display soll hell werden. Zusätzlich soll der Standort deaktiviert werden, um Strom zu sparen. Ja, wir müssen alles aktivieren, um Strom zu sparen, weil wir die Helligkeit ja auf maximal stellen. Dann können wir noch eine Funktion einbauen. Warum auch immer, das ist jetzt echt kitschig, aber ich will es euch ja zeigen. Können wir die Taschenlampe einschalten. Und wir können jetzt hingehen und sagen, wenn wir mit Ohrhörern, mit Bluetooth-Kopfhörern oder Ohrhörern spielen, könnten wir den Spielemodus aktivieren. Und noch eine letzte Aktion, das werde ich euch jetzt leider nicht zeigen können, aber wenn man Smart Home Geräte hat oder Lampen, die angesteuert werden können, könnte man unter Smart Things Steuergeräte hier die Beleuchtung jetzt auf Knallrot, Knallgrün, Knallgelb setzen, je nachdem. Ich kann es euch jetzt leider nicht vorstellen, weil ich nicht so eine Beleuchtung habe. Genau. So, wir haben jetzt unsere Aktion. Und jetzt können wir noch sagen, was passiert bei Beendigung der Routine. Aktion rückgängig machen. Möglichst alle Aktionen umkehren. Ja, das betrifft jetzt wirklich all diese Aktionen hier. Ja, bin ich damit einverstanden? Wir klicken auf Weiter. Wir könnten es jetzt benennen. Das Smartphone bzw. die App ist so schlau, dass der Name der App quasi hier schon reingesetzt wurde. Wir können jetzt auch ein Icon dafür auswählen. Ja, hier Puzzle für Spiel. Und natürlich auch die Hintergrundfarbe ändern. So. Damit bin ich zufrieden. Wir klicken auf OK. Und ihr seht es hier unter dem Reiter Meine Routine Clash Royale. Es ist auch aktiviert. Sieht man daran, dass es nicht ausgegraut ist, sondern in Farbe. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich in die App rein, um zu gucken. Das Display muss hell werden. Die Taschenlampe muss angehen. Werden wir gleich sehen. So, auf los geht's los. Ja, das Display ist hell. Ist auf jeden Fall hell geworden. Hier auf 100% ist es gegangen. Mega hell. Die Taschenlampe, also die LED, ist jetzt auch angegangen. Und alle Verbindungen, die wir gekappt haben, müssten aus sein. Bluetooth ist aus. NFC auch aus. Wunderbar. So haben wir es doch gern. Und ihr seht es bereits, wenn wir die Benachrichtigungsleiste runterziehen, dass hier steht Bixby Routines. Clash Royale wird ausgeführt. Also mit dem Namen der Routine. Wirklich sehr, sehr klasse. Okay. Und wenn wir die App verlassen, zack, ist das Display die Helligkeit runtergegangen. Taschenlampe ist aus. Wunderbar. Was will man mehr? Also die Routine hat funktioniert. Es ist wirklich super einfach. Man muss seiner Kreativität einfach nur freien Lauf lassen. Dann kann man sehr, sehr gute Routinen erstellen. Gucken wir uns noch eine an, die mir super gefällt, die ich selber erstellt habe auch. Sparen von Akku. Es gibt ja wirklich in Foren, liest man zu oft, zu häufig, dass das Handy über Nacht einfach zu viel Prozent verliert. Da kann man hingehen und sagen, in der Zeit, wo ich schlafe, beispielsweise 23 Uhr bis 7 Uhr, und das Telefon nicht an der Steckdose hängt, beziehungsweise nicht geladen wird, dann soll der Energiesparmodus greifen, eingeschaltet werden, Bluetooth aus, Standort aus und automatisch synchronisieren auch aus. Und wenn dann 7 Uhr quasi erreicht ist, wird alles wieder eingeschaltet.
und der Energiesparmodus ausgeschaltet. Und es hilft wirklich dabei, den Akku über Nacht zu schonen, beziehungsweise nicht so sehr die Akkuladung zu minimieren, zu reduzieren. Was mir auch sehr gefällt, was ich auch oft nutze, beziehungsweise, ich greife nochmal vorweg, Standort und Maps, also hier Kamera und Maps. Ihr wisst es alle, die Standortdaten, die sind auch ein großer Punkt, die den Akku in die Knie zwingen können. Das heißt, man geht hin, also ich habe das jetzt so gemacht, dass ich generell dann die Standortdaten, die sind jetzt aktiviert, aber generell lasse ich sie aus. Und wann brauche ich denn meine Standortdaten? Nur wenn ich beispielsweise die Kamera öffne, Fotos schieße für Geotagging, also wo die Bilder gemacht wurden oder die Videos, oder aber wenn ich Maps benutze. Ansonsten fällt mir kein Szenario ein, wo ich die Standortdaten brauche. Das heißt, ich sorge mit dieser Routine dafür, dass wenn ich diese beiden Apps nutze, die Standortdaten aktiviert sind und außerhalb dieser beiden Apps sind die Standortdaten komplett gekillt. Das sorgt auch dafür, dass man dass der Akku geschont wird und eine gute Akkulaufzeit erhält. Also das ist wirklich genial. Und dann will ich euch noch eine letzte Routine zeigen. Ihr wisst es alle, mit dem Galaxy Note 20 Ultra, leider Gottes, kann man leider die Bildwiederholrate, die ist jetzt auf Standard, weil ich jetzt die höhere Auflösung habe. Es ist einfach limitiert. Wenn man die höchste Auflösung haben will, kriegt man nur eine Bildwiederholrate von den Standard 60 Hertz. Wenn man die 120 Hertz haben will, werdet ihr sehen, oder ihr wisst es ja auch, muss man auf Full HD Plus runter und dann kann man die 120 Hertz bzw. die adaptive Bildwiederholrate aktivieren. So, und in Apps wie der Galerie oder YouTube will ich aber die höchstmögliche Auflösung nutzen. Das heißt, ich bin hingegangen, habe gesagt, App geöffnet, YouTube, kann aber auch noch die Galerie reinpacken. Wenn ich YouTube öffne, dann soll die Bewegungsgeschwindigkeit und Bildschirmauflösung wie folgt festgelegt werden. Also ich soll dann die höchstmögliche Auflösung haben und muss dann auf 60 Hertz runter. So. Und wenn ich YouTube wieder verlasse, dann geht die Bewegungsgeschwindigkeit und Bildschirmauflösung wieder runter auf Full HD Plus, aber dafür auf 120 Hertz. So, jetzt müssen wir diese Routine noch aktivieren. Ja, die ist aktiviert. Und wenn wir jetzt in YouTube reingehen, werdet ihr sehen, dass die Bildschirmauflösung hochwandert und die Bildwiederholrate auf 60 Hertz zurückgeht. So, und wenn wir die App jetzt verlassen, dann wird alles wieder umgestellt. Ihr werdet sehen, dass das Bild wird sich refreshen, also aktualisieren. Die Auflösung wird hochgehen und die Bildschirmauflösung wird runtergehen auf Full HD Plus und die Bildwiederholrate auf 120 Hertz. Passt auf. Da, ihr habt es gesehen. Wurde einmal umgeswitcht. Genau. So. Dann kann ich euch noch zeigen, wie Routinen aktiviert werden. Es geht immer, also man klickt auf die Routine drauf, auf Aktivieren. Jetzt ist sie aktiv. Wenn man sie deaktivieren will, geht man nochmal drauf, klickt auf die drei Punkte und sagt, diese Routine deaktivieren. Oder aber man hat eine schlechte Routine konfiguriert und kann sagen, wir wollen sie löschen. Oder man nimmt weitere Einstellungen vor. Genau, das war's von dieser App. Ja, ist jetzt wieder ein längeres Video geworden, aber ich denke, diese App verdient es, denn man kann da wirklich sehr, sehr viel einstellen und sie ist sehr hilfreich, nützlich und ich finde sie sehr, sehr gelungen und der Aufbau ist auch sehr einfach. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video, bleibt gesund, macht es gut und tschüss.